Herzliches Willkommen und Moin zurück bei Sims 4. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Da kennen wir schon alles. Unser Notizbuch gucken und nach dem Verdächtigen gucken. Das können wir machen. Oh. Inhalt kalt, na super. So, dann fragen wir nach Verdächtigen fragen. Nach Verdächtigen fragen. Und nach Verdächtigen fragen. So. Mehr geht. Oh, da ist ja noch ein hier. Nach Verdächtigen fragen. So, dann können wir in unseren. Da ist noch jemand. Dann fragen wir die auch nochmal. Verdächtigen fragen. Hier nach Verdächtigen fragen. Kann mir nicht helfen. Das ist aber doof. Trägt eine lange Hose, ist weiblich, ist eine junge Erwachsene. Du bist eine Erwachsene. Du bist ein Junge. Du bist eine junge Erwachsene und trägst eine lange Hose. Du bist, glaube ich, die Einzige, oder? Da kommt noch jemand rein. Hier! Eine lange Hose, trägt ja eine Cappy. Okay, wartet. Oh. Also. Okay. Dann fragen wir noch weiter. Eben so. Muss ich auf Toilette? Ja, dann gehen wir schnell auf Toilette. Da verdächtige Fragen. Habe ich schon gefragt. Fragen wir die alle nochmal ab. Und dich? Und wenn wir noch weitere Hinweise bekommen. Oh, jetzt ist. Hier ist auch wieder eine junge Erwachsene. Oh Gott. Das war ganz schön schwer. Haben wir jetzt noch mehr Hinweise? Na. Eine lange Hose. Die tragen aber fast alle lange Hosen hier. Tut mir leid, ich kann nicht helfen. Sehr verdächtigt. Ich nehme die einfach fest. Verhaften. Dich nehmen wir fest. Oh. Ich hab ihn. Was? Die ist das nicht gewesen? Dann kannst du das ja nur sein. Du hast eine lange Hose an. Schade. Das war. Okay, also die sagt da drüben, dann ist das ja nur noch sie. Mann, die haben alle lange Hosen an. Die haben gar nichts an, also nehmen wir sie fest. Verhaften. Oh Gott. Hä, wer ist denn das? Dann kann das ja nur. Die habe ich gesagt. Dann bist du das. Verhaften. Dich habe ich, dich habe ich. Du wirst verhaftet. Nee, nee, brauchst du gar nicht wegzugehen. Hallo. Gut, das ist, gut. Hä? Eine lange Hose? Vielleicht trägt eine lange Hose. Die Person ist weiblich und eine junge Erwachsene. So. Du, aber dich habe ich ja schon verhaftet. Wollte ich ja schon verhaften, ne? Ne? Aber mehr gibt's doch hier nicht. Ich frag die nochmal nach.
Okay. Bevor wir noch weitermachen, wir gehen nach Hause. Ich bin jetzt beleidigt. Arbeit früher verlassen. Manu, hat nicht funktioniert. Manu. Naja, egal. Ja, jetzt bin ich ein bisschen beleidigt. Also, da haben so viele lange Hosen und alles gehabt. Also, das ist doch doof, oder? Oder? Oder was sagt ihr? Ich muss in einer Stunde arbeiten. Geht's mir gut? Gut. Gut, dann machen wir uns wieder was zu essen. Kochen. Grill. Eine Einzelperson. Dann machen wir uns wieder was zu essen. Großartige Leistung. Nein, das war keine großartige Leistung. Guck mal, wir haben bald Urlaub. Vielleicht können wir bald eine Woche wegfahren. Wie viel Urlaubstage hast du? Vier. Wie viel hast du? Vier. So, jemand anrufen, jemanden kennenlernen. Guck mal, jemanden kennenlernen können wir ruhig machen. Guck mal, dann lernen wir. Ne, jetzt haltet mal alles still. Ich muss mal jemanden kennenlernen. Okay, wir kennen uns schon. Wir auch. Mein Gott, die kennt auch alle, ne? Was mit dir? Auch. Da, freundlich vorstellen. Schneel, die der Ober da quatschen. Da können wir direkt mit jemandem plaudern. Können wir direkt mit dir plaudern. Plaudern. Mal nicht so schnell, nicht so schnell. Oh, nicht auf Pause. Mehr Auswahl? Nee. Okay. Nee, will ich nicht. Was? Nee. Ich habe so viel zu tun. Nee, nichts kochen. Du hast nur seinen Herd abgefackelt. Nein. Du darfst nichts mehr kochen. Okay, kaufen wir uns einen Spiegel. So. Haben wir keinen Spiegel? Da haben wir doch einen Spiegel. Wir ersetzen. Ist das Spiel kaputt gegangen oder was? Schnell. Und reden üben. Guck mal, da sammeln wir erstmal. Was ist so? Okay, duschen. Wir duschen. Endlich ist die Schicht von Maxel zu Ende. Aber er kann noch nicht nach Hause gehen, denn in der Kasse ist zu wenig Geld. Maxel weiß nicht. Na, ich bin keine Petze. Von meinem Trinkgeld doch nicht. Nein. Das können wir gleich machen, den Urlaub nehmen. Du hast schon wieder. Du machst auch alles kaputt. Erst den Herd in der letzten Folge. Jetzt machst du Dusche kaputt. Du machst alles kaputt. Dachte, ich bin der Tollpatschige. Jetzt machst du das auch noch sauber hier. Mann, Mann, Mann. Jetzt machst du noch das und dann räumst du das noch weg. Ja, jetzt machst du das noch sauber hier. Und dann kannst du ein bisschen was zocken, ne? Sportspaß. Spülmaschine kaufen. Nö. Das Geld verschwenden brauchen wir nicht. Was willst du noch? Spülmaschine? Willst du unbedingt eine Spülmaschine kaufen? Wir kaufen jetzt eine Spülmaschine. So. Vielleicht bauen wir auch an. Wir haben ein bisschen Geld übrig. Wir könnten theoretisch. Theoretisch. Könnten wir. Die
Küche ausbauen. Dann können wir das Fenster verschieben. Vielleicht bauen wir auch an, dann bauen wir ein Schlafzimmer. Ich baue jetzt hier an. Baue ich hier ein kleines Schlafzimmer hin? So. Oh, das hat aber ganz schön viel Geld gekostet. Dann machen wir so eine Tür rein. Okay, dann bauen wir erstmal die Tür hier hin. Ich muss mal eben so. Nehmen wir das. Machen das so hin. Nee, ein höher. Mal hier so eine Tür. Dann bauen wir unser Bett hier rein. So, wie dreht man das? Oder was habe ich getan? Was ist das? Also, so, wie dreht man nochmal? Ah, so, okay. So, es wird einfach nur ein Schlafzimmer da. So, dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. So, dann drehen wir hier. So. Das Bücherregal noch hier hinbauen. Dann können wir den Tisch ein bisschen verschieben. So. Hier müsste eigentlich noch ein Fenster sein, ne? Stimmt, das Fenster. Das können wir eigentlich. Können wir so machen. Und hier tun wir eine. Was haben wir denn da vorne für eine Tür drin? So eine Megatür. Nee, keine. Was steht da im Weg? Okay. Warte, wir müssen. So. Ich will halt doch nur drehen. Ich drücke immer R. So. Oder so hin. Ne, hier, der kann hier bleiben. So, dann bauen wir eine billige Tür rein. Schlichte Tür, so. Guck, und dann haben wir einen Weg nach draußen. Das ist doch schon mal sehr gut. Aber vielleicht bauen wir die Tür noch. Ich muss auch mal was essen. Vielleicht bauen wir die Tür doch ein bisschen nach hier. Nee, das sieht doof aus. Können wir so machen. Spülmaschine kaufen. Wo ist denn eine Spülmaschine? Da müssen wir jetzt mal gucken. Wo kann man denn. Oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Ah, hier, Spülmaschine. Profispüle. Ja, klasse. Ist ja voll teuer. Das ist für. Das nehmen wir. Was ist das? Kostet ja fast genauso viel. Gut. Dann. Können wir eigentlich theoretisch das verkaufen. Das nach hier tun. Und den auch noch verkaufen. Und uns eine lecker Spülmaschine. Oh, ich hätte das nicht verkaufen sollen. Scheiße. Naja, dann kaufen wir zurück. Und dann kaufen wir die Spülmaschine. Oh, die Profispülmaschine. Natürlich. So. Den können wir noch ein bisschen nach hinten tun. Gut, geht nicht. Da brauchen wir den hier hin. Dann können wir da noch eine Kleinigkeit hin, so eine Blümchen hin. Gibt's hier nicht so weit hier? Hier. Guck mal, eine Pinnwand. Da machen wir auch hier hin, so schön hier. Hier, so was. So, haben wir kein Geld mehr. Gut.
So, und das war's auch wieder mit der Folge. Ja. Ah, ja, das machen wir nächstes Mal. Ich mache mir jetzt was zu essen und dann sehen wir uns morgen wieder. Heißt, für mich bis morgen und für euch auch. Bis dann, ciao. Pause machen. Tschüss.